What's up, guys? Here is ADG coming back with a nutrition show, and we create here with the coconut flakes. Yes, here with the coconut flakes, self-made coconut oil with the oil. Here, best machine ever. Where you can do self-made oil with oil machine, and here you see the result of the coconut oil. Yes. Best with the coconut flakes, it's the easiest way, and to give them all here inside, and yeah, then you have got self-made coconut oil, and it's very good for your teeth. Yeah, what's up, guys? Here's ADG coming back of a raw food sprouting fermentation show, and here our fermented wheatgrass, and that's a wheat course in the germinator to sprouting, and it looks very nice, the structure. Here you see the fibre rootlets that are not the mold, that looks only so, and yeah, this is here in the germinator, in the germinator glass as a terminator, and here you see our terminator germinator sprouts. Yes, very nice. ADG set back with a raw food fermented and sprouting chip. What's up, guys? We have created here our self-made mozzarella, and we are doing this with here with chia seeds and with coconut sauce of Dr. Goy. And yeah, here you see even our consistency. We have adding two lactic acid bacteries for that it's fermented better, and this is here our self-made lactic acid fermented mozzarella. Yes, ADG said bye bye. This nice eating, and I hope you like our fermented foods and recipes. What's up, guys? We have created here now the crisp bread pumpkin, and now we create here rice, coconut, corn, crisp bread, and it looks very nice. Of a consistency, guy, Kisha. Yeah. Three breads of this in the dehydrating device. By 40 degrees. Yes, by 40 degrees. And yeah, let's recreate ADG KMG set. Bye bye, guy. Bye bye. That's a start. Here again. We have firstly to soak, firstly crack the nuts, firstly to give in the dehydrating the nuts, so. And after that we have soaked in this for 16 hours in water, then we have given this again in the dehydrating device, and now I do it self-made walnut sauce. If you have a and yeah. Yes, looks very nice, and so you can. This is the best way to doing the walnuts. Firstly, to doing the nuts in the baking oven by 40 or 50 degrees, when or in the dehydrating device. After that, to crack the nuts, so like this. Then to soak in the pot here, like it's on the bush beans, for 16 hours. It's going more fatigue acid away, and after that to give them again in the dehydrating device, and then again in the blender, and then you have a self-made own sauce here. You see this result looks very nice, and ADG do it further here with our food experiments, and bye bye. What's up, guys? Wir machen hier heute Bananenchips im Dörrgerät. Und wir hatten heute einen Wettkampf, 10 Kilometer Lauf, und wir haben vom Veranstalter 14 Bananen mitgenommen, und die präpariere ich jetzt auf den Dörrfolien, wie ihr hier überall seht, und die laufen wir danach im Dörrgerät für 24 Stunden drinnen, und nach 12 Stunden wechsle ich die Seiten, und das wird dann wieder für 6 Wochen haltbar sein. Und
Ich like meine Videos, meine Bananenchips Videos und other Videos. I like you guys, thank you. 3, 2, 1, let's go. Was geht, Leute? Willkommen wieder zu Adi und Kevin G's Raw Fresh Veggie Nutrition Show. Ich zeig euch jetzt gerade was Geiles. Wir machen uns hier ja einen selbstgemachten Rejuvelic Brottrunk. Genau, hier haben wir uns die Masse reingegeben. Und genau, das machen wir mit dem Brot von Foodsharing. Genau, das geben wir hier in die Masse rein, in den Gelbertisch und machen uns selbstgemachten Brottrunk. Genau, sehr hoch, Vitamin C reich selber, optimal verfügbar und natürlich was? Wasser. Wie Wasser sieht es ja aus, genau. Ich trinke ja fast, sage ich mal, ja, schon fast zu 99% nur Wasser. Und ein einziger Prozent manchmal gönne ich mir was zum Essen, wenn ich wirklich Hunger verlangen habe. Sonst aber gönne ich mir halt nur was zum Trinken. Genau. Das ist hier unser selbstgemachter Rejuvenic hier von Bielmeier. Genau, da kann man sich entweder, man kann sich selber Bier machen entweder, aber wir machen uns einen Kannebrottrunk mit Milchsäurebakterien natürlich. Die Masse, also hier die Rejuvenic Masse, also die flüssige Masse, gebe ich danach hier in die Masse rein. Also nicht in diese Masse rein, sondern die Masse werde ich entfernen. Und den Rejuvenic Drink werde ich nochmal reintun. Und dann nochmal mit Milchsäurebakterien von Mayo, Joghurtferment, fermentieren, damit es optimal verfügbar ist für den Körper. Selber Bier verfügbar hoch, fermentiert. Und dann werde ich diesen Ultra High One Kick mir in meinen Körper reingeben. Und so sollte jeder nachhaltig denken. Foodsharing, du brauchst wirklich gar nichts mehr im Geschäft einzukaufen. Du kannst alles nutzen. Versuch einfach alles hier. Die Litschis hier, die wir haben. Alter, barbariös einfach. Das ist Litschi. Chi. Am Ende ist ja das Chi. Das heißt Litschi. Power. Chi Power. Das gibt dir, der Saft gibt dir Chi Power einfach. Qigong Power. Dein inneres Chi muss aktiviert werden. Dein Herz Qigong, Lungen Qigong, Meridian Qigong. Alle 7 Qigong Arten des Meridians müssen aktiviert werden, damit du Vitalität pur bekommst. Power pur. Ja. Hier dieser Rejuvenic Drink. Hier unsere ganzen High One Amino Acids, Branched Amino Acids, verzweigte Aminosäuren. Sehr, sehr wichtig. Ja. Hier unsere Sprossen. Sehr, sehr wichtig. Ja. Zitrusfrüchte, je nachdem, kann man aber auch alles fermentieren. Keine Brottrunk hier auf unserem Balkon. Hier auch schön Äpfel. Hier geschälte Litschis. Sehr, sehr lecker. Und Adi G, Set, bye bye. Stay tuned.